auch an Sie nochmal die Frage, da Sie ja auch die Hartz-IV-Gesetzgebung von Anfang an miterlebt haben. Was denken Sie, was zum Thema Bildung und Teilhabe von vornherein vielleicht auch ein Geburtsfehler war? Also Bildung und Teilhabe, ich fange mal mit Hartz IV an. Als damals ALG II verhandelt wurde, wussten wir eigentlich schon bei der Konstruktion, dass der größte Schwachpunkt und größte Schwäche darin auch bei den Regelsätzen für Kinder war. Das wussten wir damals schon. Deshalb hatten wir ja so eine intensive Debatte über Armut. Deshalb sind wir ja auch rausgegangen, Sie von Seiten der Verbände, wir als Grüne, andere Parteien im Wahlkampf mit der Kindergrundsicherung-Modell. Das war ja auch die Geburtsstunde der Gedanken, wie kann man eigentlich ein anderes System andocken. Und das will ich auch zu dem Teilhabepaket sagen. Ich will einen Schritt weitergehen und nicht an dieser Struktur verhaftet bleiben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen Kinder und Jugendliche, die wir nicht sanktionieren können, weil sie nicht arbeiten oder so, rausholen aus diesem gesamten System. Da gehören sie nicht hin. Kinder sind keine kleinen Arbeitslose. Die gehören nicht in die Arbeitsagentur. Die kann ich auch nicht sanktionieren, weil sie jetzt nicht genug Geld verdienen oder zu faul sind. Das können die Eltern vielleicht, weil das Zimmer nicht aufgeräumt wird mit Fernsehen. Aber so, aber nicht der Staat. Und deshalb gehören Kinder überhaupt nicht in diese Struktur. Ich bin und bleibe bei aller Kritik trotzdem ein Fan von einer Kindergrundsicherung. Wir können dem Kind auch gerne einen anderen Namen nennen, ich nenne es jetzt mal so, die da heißt eine eigenständige Leistung für Kinder, die die Existenz der Kinder sichert, unabhängig von der Lebensphase und Lebensentscheidung der Eltern, ob die Eltern verheiratet sind, alleinerziehend sind, bunt, gemischt oder wie auch immer. Nicht daran sollten wir uns orientieren und auch nicht an der Ehe, sondern an dem Kind, der Person. Und so eine eigenständige Existenzsicherung müsste sich dann orientieren. Wir haben uns bis jetzt immer am Paritätischen orientiert. Jetzt muss der Paritätische sagen, wir müssen uns überarbeiten. Dann würden wir uns an dieser Überarbeitung wahrscheinlich orientieren, zu sagen, also wir haben immer 330 genommen, weil das so immer so mal Daumenwert der Paritätischen wäre. Aber diese Zahl kam ja nicht aus der Luft zusammen, sondern das war durchaus durchdacht. Und an diesem durchdachten Struktur, also das ist auch die Forderung, da müsste eigentlich eine Kommission her, die jährlich eine Bestandsaufnahme macht, das überarbeitet, das kontrolliert und die aus dieser Bestandsaufnahme müsste so ein existenzsicherndes Grundsicherungsmodell rauskommen. Kann man das finanzieren? Ja, kann man. Über 180 Leistungen im Bereich der Familienhilfe. Unser Familienfinanzierungssystem ist nicht, das betone ich immer wieder, ist nicht transferorientiert, sondern steuerlastig. Familienbericht sagt Zeitgeldinfrastruktur. Infrastruktur heißt auch die Verpflichtung, Geld in die Hand zu nehmen. Und ein drittes, weil ich hier nicht ewig reden soll, weil das hier auch angesprochen wurde, bei der Jugendhilfe. Beim Jugendhilfe wissen wir, dass die Jugendhilfe eigentlich immer den Bedarf hinterherhängt. Ja. Die Jugendhilfe läuft immer den Bedarf hinterher. Und je mehr die Gesellschaft sensibler wird, desto mehr Bedarf wird es auch geben. Mich wundert es nicht, dass die Leistungen immer teurer werden und immer mehr in Anspruch genommen werden, weil die Gesellschaft wird ja auch Gott sei Dank sensibler und schaut genauer hin. Und dann habe ich natürlich auch mehr Bedarf. Ich denke, dass wir in diesem Bereich, der Rechtsanspruch ist der eine Punkt, aber wir haben ja eigentlich keine Erkenntnisdefizite. Wir wissen ja, wo die Schwächen sind. Wir haben Umsetzungsdefizite. Also warum haben wir nicht mal den Mut zum Umdenken? Und wir haben ja auch, schauen Sie sich das Modell Entwicklung und Chancen von der sozialen Stadt an. Das war und bleibt ein gutes Programm mit guten Ergebnissen. Und das war bei weitem nicht das, was man gedacht hat, was es kostet. Weil die Multiplikatoren letztendlich die Kosten wieder aufgefangen haben. Angefangen von, dass die Zerstörung vor Ort von Telefonzellen und Bänken und Blumenständern und so zurückgegangen ist. Ich glaube, dass wir da mehr Mut brauchen. Beim Kindergrundsicherung und Infrastruktur brauchen wir mehr Geld. Das heißt aber auch, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch umdenken und wehtun müssen. Wenn wir ein Ehegattensplitting modernisieren, tun wir Menschen weh, wir nehmen ihnen Geld weg und tun das umleiten in eine andere Richtung. An anderer Stelle aber wiederum brauchen wir einfach mehr Mut zu haben.